Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Asus ZenBook 14, wie man auch hier vorne sehen kann. Und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst trennen wir mal das Notebook vom Ladekabel. Die genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite. Ziemlich klein geschrieben hier oben. Und da sehen wir die genaue Modellnummer, mit der ihr auch die Ersatzteile sehr einfach bei uns im Shop findet. Generell kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch ziemlich einfach ist. Man muss dafür nicht die ganze Einheit abschrauben, sondern nur den Frontrahmen abnehmen und ja, kann danach das Display tauschen. Anders sieht das bei der Tastatur aus. Da muss man wirklich alles aus dem Gehäuse rausnehmen, um an die Tastatur ranzukommen und diese dann zu tauschen. Um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Wobei sich zwei der Schrauben unter den Gummifüßen hier verbergen. Das heißt, die muss man erst rausmachen. Entweder mit den Fingernägeln oder man nimmt sich da einen Gegenstand zur Hilfe. Und ja, sollten die danach nicht mehr richtig halten, kann man die einfach mit doppelseitigem Klebeband da wieder drauf befestigen. Ich habe dafür ein Universalwerkzeugset benutzt. Da sind alle gängigen Aufsätze und Schrauben mit dabei, die man so braucht. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und als Aufsatz nehme ich für die äußeren Schrauben ein T5, weil das Torx-Schrauben sind. Und für die beiden unter den Gummifüßen einfach einen Kreuzschraubendreher, ein PH0. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man das sehr gut sehen. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt hier auf der Frontseite an. Und dann versuche ich, die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen Rütteln und hin und her bewegen einfach abziehen. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. Der Stecker funktioniert in dem Fall so, dass man erst diese silberne Brücke hier so ein bisschen nach oben schieben muss. Die gibt den Stecker frei und dann kann man den von unten nach oben einfach raushebeln. So, was können wir hier noch sehen? Wir sehen hier drüben die SSD. Hier haben wir den RAM, der bei diesem Gerät aufgelötet ist und man kann den jetzt nicht einzeln tauschen. Hier ist der Lüfter und der Heatsink
der die CPU kühlt. Und wenn hier ein Grafikchip verbaut wäre, säße der hier. Und hier sehen wir noch das WLAN-Modul, das in dem Fall auch aufgelötet ist. So, hier sehen wir die SSD. Und um die auszutauschen, muss man nur diese Schraube hier lösen. Und danach kann man die SSD einfach ein bisschen nach oben hebeln und aus dem Stecker ziehen. Der Einbau ist genauso einfach. Man steckt die SSD wieder in den Slot, drückt sie leicht nach unten. Und dann kann man die wieder verschrauben. Gut, um jetzt den Akku zu tauschen, muss man nur diese Schrauben hier lösen. Und dann noch diese Kabel, die hier vorne vor dem Akku laufen, aus der Führung heraus lösen. Dass die nicht verknickt werden oder abreißen. Bei dem Gerät ist es auch so, dass man die SSD ausbauen muss, da unter der SSD auch noch eine Schraube sitzt. Und wenn man die dann ebenfalls rausgedreht hat, kann man den Akku, der hier noch so eine Metallschiene oben drauf sitzen hat, nach oben aus dem Gerät nehmen. Man sollte da vorher die Metallschiene so ein bisschen seitlich rausziehen. Und dann kann man den Akku an sich aus dem Gerät nehmen. Und ja, man kann hier sehen, der hat so kleine Führungsschienen und da steckt er auch im Gehäuse drin. Das heißt, man kann den auch super einfach wieder einbauen. Der muss eben nur wieder zurückgesteckt werden und dann ja, hat man das. Unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad. Das lässt sich in dem Fall auch einzeln lösen. Dafür muss man nur diese Schrauben hier rausnehmen und dann dieses Kabel hier noch trennen. Das ist mit einem Kippschalter verbunden, den man erst so nach oben klappen muss. Und dann kann man das Kabel rausziehen. Beim Wiederverbinden nur darauf achten, dass das Kabel wieder richtig drin sitzt, bis zu dieser Linie, die man hier sehen kann. Bis dahin einfach wieder reinstecken. Dann noch den Stecker zuklappen und ja, schon fertig. Gut, den Lüfter zu tauschen ist hier zum Glück auch ziemlich einfach. Dafür muss man nur diese Schrauben hier lösen. Und dann muss man noch das Kabel, welches den Lüfter mit dem Mainboard verbindet, lösen. Und manchmal kann es helfen, dass man den Lüfter zuerst rausschraubt. Dann kommt man besser an das Kabel heran. Und hier muss man auch einfach darauf achten, die Antennen, die jetzt hier noch vorbeilaufen, aus der Führung herauszunehmen. Das ist auf der anderen Seite auch so. Kann man hier sehen, dass er da ein bisschen klemmt. Ich nehme da eine Pinzette dafür, friemel die Kabel da raus. Und dann kann man den Lüfter rausnehmen. Da muss man einfach nur schauen, dass das Kabel ja immer noch verbunden ist, also nicht dran reißen. Kann man einfach vorsichtig rausnehmen und dann kommt man auch sehr gut an das Kabel ran, das zum Mainboard geht. Die Kabel hier sind super dünn, also da eher den Stecker direkt greifen, nicht an den Kabeln ziehen. Wenn man den seitlich versucht zu greifen, kann man den meistens einfach mit den Fingernägeln rausziehen und ja, dann kann man den Lüfter auch schon tauschen. Und der wird dann in umgekehrter Reihenfolge genauso wieder eingebaut. Ich fange da auch mit dem Stecker an. Dann ein bisschen aufpassen bei den Kabeln, die auch wieder in die Führung hereinlegen. Und nach dem Verschrauben hat man das erledigt. So, um den Akku wieder einzubauen, wie vorhin erwähnt, steckt man den einfach so leicht von oben wieder in das Gerät. Da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Und dann ja, nicht vergessen, den Metallbügel auch wieder mit zu verbauen. Der wird hier so seitlich eingesteckt. Und dann kann man den Akku auch verschrauben. Und am Ende nicht vergessen, auch die Kabel, die hier vorne lang laufen, wieder einzufädeln in die Führung. Und ja, wie die SSD reingeht, haben wir ja schon gesehen.
Und am Ende natürlich nicht vergessen, das Akkukabel auch wieder mit dem Mainboard zu verbinden, damit er danach auch wieder anspringt. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt. Und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken, auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Ja, und dann einfach wieder zuschrauben, die Gummifüße drauf machen und so einfach war das. So, das war's auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.